Kürbis oder was? Wir machen Fingerfood heute. Wir machen drei schnelle Sachen. Wir machen eine Art Saltimbocca vom Kürbis. Das heißt, ich habe hier Speck. Damit werden Würfel, die wir jetzt gleich schneiden, umwickelt mit Salbei, Shiitake, Knoblauch und Currypulver. Als zweites gibt es ein Käsegebäck. Ganz schnell. Ich habe einen fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal. Bisschen Parmesan, bisschen Schnittlauch. Und als drittes gibt es einen marinierten Rettich mit Honiggurken. Das Ganze mit Haselnussöl und Apfelessig ein bisschen mariniert. Ich fange hier an mit dem Kürbis. Die Kerne kommen raus. Der wird jetzt ein bisschen gezuckert und gesalzen. Ganze vermengt, außerdem Currypulver. Frischer Salbei. Bei 180 Grad, je nachdem, wie groß die Würfel sind. Fertiger Blätterteig aus dem Kühlregal. Ich gebe einfach hier alles auf den Teig. Wirklich easy Nummer. Das Ganze schneidet man einmal durch. Okay. Wir machen ein bisschen Dreiecke. Und das Ganze kommt jetzt zum Kürbis mit in den Ofen. Löcher drin. Die werden mariniert. Ich habe hier ein bisschen Haselnussöl. Okay. Ein bisschen Apfelessig. Dann Pfeffer. Salz. Dann haben wir hier Senfgurken. Die gibt es so im Glas zu kaufen. Guckst du mal in den Ofen, Kritz? Da wird. Bisschen Geduld noch. Ich glaube, das ist gut, oder?
verwurzelt. Aber der Kürbis ist noch nicht fertig. Denk ich mal, ich stech mal mit dem Messer rein. Ja, der braucht noch ein Momentchen. Kürbis lassen wir einfach noch ein paar Minütchen drin. Hier gehen wir schon mal vor. Schön ist, wenn der Rettich ein bisschen durchzieht, am besten ein, zwei Stunden durchziehen lassen in der Marinade mit dem Haselnussöl und mit dem Apfelessig. Also das ist so ein bisschen süßlich, scharf oder ja, leicht scharf, bisschen sauer. Okay. Dann was Knackiges hier. Der Käseblätterteig. Dann haben wir jetzt noch den Kürbis, der ist so schön salzig, ja, durch den Speck. Und so leicht knusprig außen, innen weich, süßlich durch den Karamell, würzig durch das Currypulver. So. Das kannst du mal auf deiner nächsten Party servieren. Ja.